Es ist Mittagszeit im Bengo, einem kleinen Dorf im Süden von Malawi. Gladys Mpandasoni sitzt in ihrem Küchenhaus. Sie ist 71 und noch immer versorgt sie täglich ihre Kinder und Enkel mit dem Essen, mit Maisbrei oder Maniokwurzeln. Für umgerechnet 1,5 Euro hat sie für die Familie einen neuen Kocher aus der dorfeigenen Produktion gekauft. Wie Sie sehen, bin ich alt und kann mein Feuerholz nicht mehr alleine holen. Mit diesem Ofen aber brauche ich weniger Holz, das können mir meine Kinder mitbringen. Was früher 2 Tage reichte, reicht jetzt eine ganze Woche. In Malawi wächst der Anteil der berufstätigen Frauen, vor allem in den Städten. Sie arbeiten in Schulen, Krankenhäusern und in der Verwaltung. Auf dem Lande dagegen übernehmen sie traditionelle Rollen. Sie kümmern sich um den Nachwuchs und um die Versorgung der Großfamilie. Ihre wichtigste Aufgabe, sie besorgen das Holz oder die Holzkohle zum Kochen. Der Gang zum Markt, eine tägliche Routine. Denn Energie wird in Malawi fast ausschließlich durch die Verbrennung dieses Rohstoffes erzeugt. Rund die Hälfte des Waldes hat Malawi bereits verloren. Gekocht wird am offenen Feuer. Der Rauch gefährdet die Gesundheit der Frauen und ihrer kleinen Kinder. Das wollen Connor Fox und seine malawischen Partner verhindern. Connor ist Ire und seit 3 Jahren in Malawi unterwegs. Seine Initiative will den Menschen einfachere und effizientere Kocher in die Dörfer bringen. Die Produktion und den Verkauf sollen die Frauen übernehmen.